Wir haben unseren Bus Pumba endlich aus dem Winterschlaf geholt. Denn das wurde langsam auch einfach Zeit. Vollkommen. Wir waren so lange nicht campen, also eigentlich das letzte Mal an Weihnachten, als wir in Spanien bei unserer Finca waren. Und seither hatten wir leider einfach nicht die Zeit dazu. Richtig, richtig. Weil ihr vielleicht mitbekommen habt, wir trainieren ja für den 100-Kilometer-Marsch in München, den wir im September haben. Und wir sind so viel gelaufen, gewandert in der letzten Zeit. Wir hatten auch viel bei der Arbeit. Und deshalb blieb das Camping leider ein bisschen, oder kaum ein bisschen zu kurz, so wollte ich sagen. Ja. Vollkommen. Und was Ronja noch vergessen hat einzubringen, die Wanderungen, die wir halt immer gestartet haben, warum das Camping ausgefallen ist, die waren direkt vor der Haustür. Also das heißt, wir hätten gar nicht die Möglichkeit. Und gleichzeitig müssen wir beide aber auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Für uns ist das eine halbe Ewigkeit, wo wir nicht campen waren. Aber in der Praxis ist es normal, weil in der Praxis waren es 10 Wochen, wo wir jetzt nicht campen waren. Lange Rede, kurzer Sinn. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, wir wollen noch eine ganz kleine Ansprache geben, und zwar innerhalb der letzten Woche hat sich einiges getan. Wir haben fast 100 neue Follower, und wie soll ich sagen, ich möchte es mal in den Worten einer weisen Dame sagen: Hallo und herzlich willkommen! Ja, warum das Zitat? Ganz einfach. Wir gehen ganz stark davon aus, ihr habt alle das Video von Brigitte und Ernst gesehen und seid jetzt dankenderweise auch bei uns mit auf den Kanal gesprungen, um mit uns zusammen diesen YouTube-Kanal zu entwickeln, um euch aber auch gleichzeitig spannende Neuigkeiten zu bringen über das, was wir im Camping machen und vor allem über die Finca. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid und schön auch vielen Dank an alle anderen, die jetzt mit uns von der ersten Stunde an den Channel aufgebaut haben. Vielen, vielen Dank, und wir können es immer wieder nur wiederholen. Ohne euch würde dieser Channel gar nicht funktionieren, weil nur wir gemeinsam entwickeln zusammen diesen Channel. Ja. Okay, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema: Pumba aus dem Winterschlaf holen. Was haben wir eigentlich getan? Ja, zuerst muss mal vorweg gesagt werden, es musste einiges getan werden, weil, wie gesagt, da blieb alles liegen im Bus, Sachen vor Monaten, die immer noch da liegen. Wir mussten zuerst mal anfangen, einfach alles komplett auszuräumen. Dann haben wir natürlich geputzt. Oh ja, wir haben geputzt, gemacht und getan, um den Bus einfach wieder saisonfertig zu bekommen. Und nichtsdestotrotz, es war auch hier und dort ein, zwei Schrauben, die wir dementsprechend nachziehen mussten, was alles so ein bisschen geklappert hat. Hat sich aber im Großen und Ganzen, weil wir halt immer wieder rüberschauen, begrenzt gehalten, würde ich mal sagen. War eigentlich jetzt nicht so eine Riesenaufgabe, genau. Das nächste, was dann kam, war die Küche. Oh ja, das war eine etwas größere Aufgabe. Genau, wobei wir gesagt haben, wir möchten ja eigentlich in diesem Frühling komplett unsere Küche neu machen oder renovieren. Und da sind wir eigentlich auch super vorbereitet. Nur hat die Zeit einfach noch nicht gereicht, um das zu machen vor Spanien. Und deshalb haben wir gesagt, hey, wir brauchen trotzdem eine funktionsfähige Küche. Wir renovieren oder machen einfach einige Arbeiten, damit sie läuft und wir sie nutzen können. Ja, vor allem müssen wir auch sagen, warum ist unsere Küche überhaupt renovierungsbedürftig gewesen? Ja, warum wohl? Ich war da nicht dabei. Aber in der Schweiz wird es halt im Winter wirklich kalt, also oft auch Minusgrade. Ja, und da war ich mit Kumpels, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, ich würde mal sagen Ende Januar, Anfang Februar waren wir in den Bergen, genauer gesagt Engelberg, Titlis, auf dem Berg zum Schneewandern, und da wurde es über Nacht, aber auch fast tagsüber, um die minus 20 Grad. Und kurz davor waren wir natürlich in Spanien auf unserer Finca, haben die Dusche, wollte ich schon sagen, die Küche fleißig genutzt, und was ist passiert? Ich habe wie immer vergessen, ich glaube das zweite Mal in Folge, das Wasser abzulassen. Und was passiert? Minus 20 Grad, Wasser in den Leitungen, tada, es wird zu Eis, es dehnt sich aus und Wasserhahn ist explodiert, der Alpfilter, der ist explodiert und. Ich meine, ein bisschen Glück haben wir gehabt, oder vielmehr ich. Alles war gefroren, es war so kalt, dass auch nichts mehr zu Wasser wurde. Dementsprechend konnte ich dann oben in den Bergen schnell alles demontieren, sodass wir nicht noch eine Wasserüberflutung hatten und dann mehr oder weniger wieder nach Hause kommen, ohne eine funktionsfähige Dusche. Dusche schon wieder, Küche. Ja, die Küche, wie Ronja schon sagte, die haben wir dann im Endeffekt, ich will nicht, ja doch, eigentlich schon provisorisch repariert. Wir haben die Gurte für die Kanister nachgezogen, wir haben den Alpfilter ausgetauscht und dementsprechend auch den Wasserhahn geguckt, dass alles dicht ist und fertig. Die Küche wird neu gemacht, wird auch ein spannendes Video zu kommen, und
kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Was haben wir noch gemacht? Mhm. Bett haben wir bezogen oder... Die ja, Frau. Genau. Du hast gefilmt, ich habe bezogen, aber egal. Das muss ja auch gemacht werden, weil es gibt nichts Schlimmeres, als am Zielort anzukommen und noch das Bett beziehen zu müssen. Das hatten wir auch schon mal, deshalb, das muss immer hier gemacht werden. Ja. Wenn man nach 10 Stunden Reisen mitten in der Nacht ankommt und sagt, ja, das Bett, das beziehen wir später, da kommt viel Stau dazwischen und nie wieder. Ja, genau. Dann haben wir natürlich alles wieder eingeräumt. Ja. Dann kam dann auch ein plötzlicher Regen, oder wir wussten, es kam regnen und konnten dann gar nicht mehr filmen, wie wir alles eingeräumt haben, das wir für Spanien brauchen. Seien wir ehrlich, filmen hätten wir schon gekonnt, aber das ging so schnell und es war auch noch kalt. Wir mussten halt dementsprechend ziemlich schnell alles dann einräumen. Wir haben vergessen aufzunehmen und, so dass wir dann einfach nur fertig werden wollten, damit alles, was getan wurde, nicht wieder nass ist. Vielleicht mal vorweg, wir sprechen die ganze Zeit, zumindest habe ich das Gefühl, von der Vergangenheit, von der Zukunft, von der Vergangenheit. Hintergrund ist, wir sind, was wir ja im vorherigen Video, was wir gestern, für euch wahrscheinlich letzte Woche oder sonst wann, aufgenommen haben, gerade nicht hinterherkam. Ronja hat es gerade schon angekündigt. Wir hatten sehr, sehr viel zu tun und kamen nicht hinterher, dass wir dann auch gesagt haben, okay, komm, wir machen Videos, aber wir wollen auch gucken, dass wir noch ein bisschen leben können und Ferien genießen können. Deswegen haben wir erstmal sehr, sehr viel aufgenommen und holen das jetzt alles nach. Mhm. Also rein theoretisch ist das jetzt das erste Spanien-Video, wie wir halt den Bus Saison fertig machen und dass wir loslegen. Auch wenn wir schon im T-Shirt im Frühjahr hier sitzen. Ja, das erste Mal. Wir waren auch schon in Spanien. Also theoretisch wären wir jetzt vor Spanien, aber wir waren schon und wissen natürlich, was da alles gelaufen ist. Aber deswegen können wir auch einen Ausblick geben, der unter Garantie so eintreffen wird. Und kommen wir zum Ausblick. Genau. Wir haben natürlich dort auch wieder ganz viele Aufnahmen gemacht und gezeigt oder möchten auch zeigen, was gelaufen ist in diesen Wochen, wo wir dort waren. Also was haben wir gebaut? Gepflanzt? Gepflanzt, genau. Weil es ist ja Frühjahr und auch dort gibt es jetzt einiges oder gab es einiges zu tun. Ja, vor allem gekocht. Wird auch noch dazu kommen. Ganz viel gekocht, genau. Mhm. Wir haben auch ganz viel Besuch. Ja, ganz viel Besuch. Also wirklich Familie, können wir sagen, Haken hinter. Beide. Beide Familie nicht war gleichzeitig, da. Gleichzeitig, zum Glück. Aber. Und das, ich glaube, dann hätte ich mir den Strick nehmen können. wir nehmen ja auf, das haben Sie jetzt gehört. Nein. Also es war schön mit der Familie, aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, es war auch schön, einfach mal ein bisschen Zeit füreinander zu haben, weil ihr kennt es ja selber aus dem Alltag. Man arbeitet so viel. Ich sehe meinen Chef unter der Woche mehr als meine eigene Frau. Und dementsprechend ist man dann auch mal froh, wenn man ein bisschen Zeit gemeinsam verbringen kann. Es war wirklich schön, dass die Familie da war. Und wir wollen sie auch gerne wiedersehen. Und vor allem unser Überraschungsbesuch, Brigitte und Ernst. Es war mega, mega cool, dass die auch da waren. Und das Video werden wir, ihr habt es wahrscheinlich eh alle schon gesehen, unten in die Beschreibung nochmal reinpacken, für die, die es nicht gesehen haben. Und da wird es natürlich auch einen gewissen Einblick geben von dem, was wir dort erlebt haben. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir haben schon angekündigt, Ausblick wird wie folgt aussehen. In den nächsten Videos zeigen wir euch, was wir alles gepflanzt haben, wie, wo und warum. Ja, das Warum werden wir wahrscheinlich nicht beantworten können, weil Bauern sind wir bis heute nicht. Wir haben eine Dusche gebaut, wir haben Galgen gebaut, damit Ronja, wenn sie Schnauze voll hat, mich hängen kann. Nein, Spaß beiseite, das werden wir euch alles noch zeigen. Genau. Wir haben ziemlich viele coole Sachen gemacht, auch Zeit für uns finden können. Ja. Freuen uns wieder zurückzukommen und vor allem, wir freuen uns auch zukünftig immer wieder euch dann auch vielleicht in naher Zukunft begrüßen zu können. Das heißt nicht, wir wollen da immer alleine sein, aber natürlich haben wir uns den Ort auch rausgesucht, um mal alleine zu sein. Absolut. Ja. Jetzt habe ich wieder ohne Punkt und Komma geredet. Ich hoffe, ich habe dich nicht unterbrochen. Nein, ich wollte gar nichts mehr sagen, aber ich glaube, da sind wir schon eigentlich am Ende dieses Videos, oder? Ja, genau. Ja, und dann, seid gespannt, wie es weitergeht. Die Saison startet jetzt. Entschuldigung fürs Unterbrechen. Ja, weil ich muss mich jetzt einfach mal entschuldigen. Hintergrund ist die letzten Kommentare. In den Videos hieß es immer, dass ich meine Frau unterbreche und doch mal Luft holen soll und dich reden lassen soll. Ja, ich arbeite dran und Ronja ist auch schon immer hinter dem Vorhang. Klatsch, klatsch, klatsch. Ein Kommentar war wirklich lustig. Ich musste so lachen, wo jemand geschrieben habe. Kein Problem, Ronja. Er ist Deutscher, das ist normal oder irgend sowas. Das fand ich echt witzig. Ja, also ich hoffe, es ist besser geworden und ich werde mich auch in Zukunft zügeln, mehr auf meinem Mund sitzen zu bleiben, anstatt immer frei rauszusprechen.
Denn natürlich muss meine Frau zu Wort kommen und ich auch. Das muss eine Synergie ergeben. Ja. Und ja. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Und um das abschließend zu sagen, hey, keine Panik. Ihr habt alle recht, eure Vermutung stimmt. Die Frau hat die Hosen an. Das sowieso. Also, ich glaube, dann kommen wir jetzt wirklich zum Abschluss. Genau. Macht's gut und Kritik, bis zum nächsten Mal. Kritik, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Unbedingt. Und jetzt geht's los mit unserer kleinen Spanien-Tour über Frühling. Die nächsten Videos folgen und bleibt dabei. Vielen Dank fürs Reinschalten, vielen Dank fürs Vertrauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.